Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht, ich bin ein Wichtelwicht. Acclaim. Acclaim Studios. Shadow Man. Viele Jahrtausende schon schützen die Shadow Men die Welt der Lebenden vor den Gefahren, die ihr von der spirituellen Ebene drohen. Auch bekannt als das Reich der Toten. Der Ort, an den ein jeder einmal geht, wenn der Tag des Todes kommt. Jeder, ohne Ausnahme. Michael Leroy ist nun Erbe der Mysterien dieses uralten Geschlechts. Er ist der Träger der Schattenmaske. Bricht die Dunkelheit herein, wird er zum Wanderer zwischen den Welten, zum unsterblichen Voodoo-Krieger, zum Sammler der Seelen, zum Herrscher über das Reich der Toten, zu Shadow Man. Tja, damit herzlich willkommen zu Let's Play Shadow Man. Ich konnte das Spiel nie zu Ende spielen, als Kind war ich zu blöd. Als Jugendlicher habe ich es auf der PlayStation sehr weit gespielt, aber durch einen leider, sag mal, Beschädigung der CD konnte ich das Spiel nicht beenden. Ich war kurz vorm Ende. Ich habe vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren ein Let's Play gesehen, da konnte ich dann endlich mal das Ende sehen. Ja, bedankt euch bei meiner Frau, das Spiel ist mega geil, es ist sehr schwer. Ich weiß nicht, von 98, schaut mal die Beschreibung, ich schreibe es dann immer rein. Und ich freue mich sehr, dieses Spiel mit euch zu spielen. Und bedenkt eins. An meinen Taten werdet ihr mich erkennen. Denn sie sind dunkel. Ich weiß noch sehr viel aus diesem Spiel in meiner Erinnerung. Nicht mehr alles, aber wirklich unglaublich viel. Und ich werde euch wie in Turok 2 daran teilhaben lassen, an meinen Erinnerungen aus der Kindheit. Und ich hoffe, ich werde diese Erinnerung noch sehr lang haben und werde nicht so schnell das Reich der Toten betreten müssen. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adoes, Mary Kelly. Und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, in den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in besonderen, dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit,
inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen, an dem Ort, der bekannt ist als Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu. Das Ende kommt schneller, als Sie denken. Hey, Spaceman! Fangt mich das doch! Ist das Ende, denn unser sind viele. Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agnetta? Ich hatte einen Traum, Shadowman. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die fünf sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadowman. Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadowman. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt. Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadowman, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich muss los. Ich hab noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Ich hasse diese Scheiße. Nichts als eine Schachfigur in Nettys großen Plan. Ihre Wege sind unergründlich. Und Bruder, was sie mit mir macht, manchmal auch. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Sie hat meine Knochen schon der Schattenmaske angepasst. So lieb und zärtlich, wie man sich's nur wünschen kann. Bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig. Es ist schließlich meine Schuld, dass Luke tot ist und meine Eltern auch. Alles, was noch kommt, habe ich verdient. Alles, was mir widerfährt. Ich kann nicht leben und kann nicht sterben. Das Reich der Toten ist mir wie auf den Leib geschnitten. Ein Ort des Nirgendwo. Der Ort am Arsch der Welt. Wo ist nur diese verdammte Kirche? Tja, zurück geht's nicht mehr. Und hier haben wir auch schon die erste Kado, die ich nie gefunden habe. Die heißen Kado. Shadowman ist französisch, Kado heißt Geschenk. Ich werde die Cadillacs nennen. Einfach nur, um euch zu trollen. Man sieht, dass es ein recht altes Spiel ist, aber es ist unglaublich geil. Das Spiel hat unglaublich viel Witze. Shanti, der erwähnt wurde, den werden wir noch kennenlernen. Und sie hat recht, er ist in beiden Welten absolut nutzlos. Das werden wir später noch brauchen. Das Spiel ist unglaublich geil und Acclaim hat unglaublich viel in dieses Spiel. Gab's hier nicht ein Karton? Nö. Hat wirklich unglaublich viel Liebe in dieses Spiel gesteckt. Auch wenn es sehr alt ist,
Wenn ihr das auf Steam holt, es gibt... Ihr könnt das Spiel nicht direkt spielen, leider. Das hier bricht runter. Genau. Ihr müsst eine Datei in den Spieldateien einfach nur umschreiben. Da heißt Shadowman irgendwie Install. Ihr müsst dieses Shadowman in den Unterstrich einfach wegnehmen. Und dann könnt ihr das Spiel spielen. Vorher hat es bei mir einen Error gegeben. Das Spiel ist auch sehr viel Jump'n'Run, was ich nicht mag. Aber es ist auch sehr viel Ballern. Und ja, das Spiel ist beinahe in Deutschland auf den Index gelandet. Ich frage mich, in welcher Farbe hier das Blut ist, denn... Das sind keine normalen Hunde, möchte ich nochmal sagen. Es wäre beinahe auf den Index gelandet, deshalb ist in der deutschen Version das Blut eigentlich grün gewesen. Aber komischerweise, ich hatte als Kind durch meinen Bruder, hatten wir ein Spiel, das auch auf Deutsch war und... Ja, komischerweise war da Blut drin. Keine Ahnung, ich fand's geil. So. Hier kann man später rein, mit dem Trick. Ja, man sieht, wie alt das Spiel ist, aber es ist ein unglaublich geiles Spiel. Das, was ihr da unten rechts seht, das Rote ist unser Leben, das Blaue ist unsere Luft. Wir sind unsterblich. Wir können so oft sterben, wie wir wollen. Wir können immer wiederholen. Aber im Reich der Lebenden, wenn wir hier sterben, kommen wir ins Reich der Toten. Und wir haben gerade keine Möglichkeit, aus dem Reich der Toten rauszukommen. Deshalb ist auch nichts hier, was uns aktuell töten könnte. Erst sobald wir unseren Kram von Nettie haben. Und hier seht ihr gleich, was alles... Eigentlich hätte er sich festhalten müssen. Ja, es ist okay. Ah, ich muss nach vorne drücken, okay. Was man damit machen kann, dazu kommen wir alles noch. Also diese... Wir können eigentlich aktuell noch nicht sterben. Geschafft. Ja, ja, ja. Mit... Genau, damit konnte... Mit Shift konnte man sich so umschauen. Ach, das ist ja Dreck, das ist invertiert. Muss ich da mal gucken, irgendwann in Einstellungen. Also ihr werdet, es gibt von Shadowman noch einen zweiten Teil, der ist aber echt scheiße. Den werde ich nicht spielen, möchte ich nur mal sagen. Man sieht wirklich überall, wie alt das Spiel ist von den verpixelten Figuren, aber das Spiel ist wie gesagt trotzdem irre geil und sehr billig. Also ihr kriegt das für unter 3 Euro. Ich würde es euch empfehlen, holt's euch, es ist cool. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Chérie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut, schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies. Die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja, ja, ja. Lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà. Hier sind sie. Ich habe solche Angst, Mikey. Du musst mir helfen. Bitte hilf mir. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy und verbindet dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich.
Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike? Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Ja, aber nein. Gib mir das Cadillac. Mike, jetzt beweg deinen Arsch ins Reich der Toten und hör endlich auf, mich zu nerven. Wie schieße ich nur mit F? Mike, jetzt beweg deinen Arsch ins Reich der Toten und hör endlich auf, mich zu nerven. Mike, jetzt beweg deinen Arsch nichts, ins Alter. Reich der Toten und hör endlich auf, mich zu nerven. So. Hier. Seht, wenn ihr das seht, dann macht ihr Schaden, aber dieses Ding kann man nicht zerstören. So, hier sind noch ein paar Cadillacs. Okay, ich muss mit Y schießen, das missfällt mir tatsächlich gerade ein bisschen. Das passt alles. Hey, das habe ich vorhin umgestellt. Egal. Schattenmacht, ja, natürlich. So. Anvisieren, das passt. Niederkauende Steuerung. Steuerung links. Mal so. Linke Hand. Ach so, war das okay. Aktion Eingabe. Halfter, Alt und links. Egal. Kamerafunktion. Ach so, okay. Inventar Tab. Okay. Ja, gut mit Alt. Die Hunde, wenn wir die jetzt anschießen, greifen die uns an und zerfleischen uns im wahrsten Sinne des Wortes. Mach das nicht. Aber nicht viel drin. So, jetzt kommen wir hier rein. Und jetzt, wo wir den Teddy haben, geht das Spiel auch richtig los, denn jetzt kann man auch drauf gehen. Das hier heilt uns. Ich hab's. In der Welt der Lebenden wohlgemerkt. Die Welt der Toten ist vollkommen anders. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich an die Luft komme. Sobald unsere Luft weg ist, sind wir tot. Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach Luft Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung erinnern. So. Nehmen die erstmal weg. War das böse Fische? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich an die Luft komme. Er kann nicht lange die Luft anhalten, wie ihr gerade schon feststellt. Ich glaube, es gibt insgesamt 500 von diesen. Ja. Ich bin echt scheiße im Tauchen. Aber mich stört gerade ein bisschen Maus konfigurieren. Okay. Funktioniert ja super. Ja. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich an die Luft komme. Ich weiß nicht mehr, es gab zwei Wege auf jeden Fall. Jetzt wird's aber Zeit, dass ich an die Luft komme. Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass er in die Luft kommt. Wo geht's denn da hin? Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach Lukes Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. Ey, lass mich das entscheiden, ja? Lass doch mal ein Hündchen. Diese Voodoo-Hunde könnt ihr übrigens nicht töten. Wir haben übrigens folgendes Problem. Sobald wir in die Welt der Lebenden kommen, ist es Tag. Am Tag haben wir keine Shadowman-Kräfte. Ne? Ah,
mich umgewöhnen, dass ich... Ich weiß nicht, warum ich mit der Maus spielen will. In den Tonnen, in denen gerade nichts drin ist, ist später auch was drin. Okay, das merken wir uns für irgendwann. Da kommt man nicht rein. Ja. Die sind gefährlich. Die können uns ganz gut umbringen. Nur ein Idiot geht da raus. Treffe ich das Vieh überhaupt? Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach... Lass mich das entscheiden. Hier gibt's noch mehr zu tun. Ja, gegen die bräuchte man eigentlich bessere Waffen. Es gibt noch... Wie gesagt, wir finden noch bessere Waffen. Es lohnt sich aber hier anfangs ein bisschen rumzulaufen. Außer Reichweite. Ja, wir können rückwärts laufen, während wir schießen, was ziemlich cool ist. Hab ich deinen Freund zerstückelt? Okay, gehen wir erstmal dahinter. Ah ja, hier wären wir dann wahrscheinlich später rausgekommen. Ah ja, hier waren wir vorhin. Oder nicht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. An diesen Levelabschnitt kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Ich muss halt nur die andere Stelle finden, wo es noch weitergeht. Wie gesagt, schießt nicht auf die Hunde, die gehen sofort alle auf euch los. Die wissen auch alle, dass ihr böse seid. Dann seid ihr sehr schnell im Reich der Toten. So ist man übrigens schneller. Vor dem Vieh habe ich Angst. Hier vergeude ich nur meine Zeit. Ich sollte einfach Luke's Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. Dich möchte ich gern haben. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Genau. Jetzt haben wir eine Schrot. So, und hier wären wir durchgekommen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten, nur damit ihr es wisst. Also ja, wenn wir den anderen Weg geschwommen wären. Lasst euch... Jetzt sind da schon zwei geworden. Och, wisst ihr was? Mal sehen, was passiert, wenn sie uns erwischen. Ja, wenn sie uns erwischen. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir schneller sind. Fällt was lieber nicht heraus. Gehen wir den anderen Weg. Ich hab's. Und jetzt finden wir schon Schrotmunition plötzlich. Schrotmunition findet sich nur in der Welt der Lebenden. Also wir werden auch an verschiedenen unterschiedlichen Punkten Berührung. Ich dachte, greift mich an, ich wollte schon schießen. Wie, auch als Shadowman kann man diese Hunde nicht töten. Ja, er ist stark. Es ist sehr, also die, das Verhältnis zu seinem Bruder ich nur meine Zeit. Ist sehr wichtig. Ich sollte einfach Luke's Teddy benutzen und ins Reich der Toten gehen. So, können wir jetzt auch machen. Komm schon, Angsthase. So, Beau Paradies, Louisiana und wir sehen da unten rechts 0 von 120 Seelen und 0 von 8 haben wir hier gesammelt. Reich der Toten, die Markttore. Hier gibt es nichts mehr, was ich noch brauche. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten, Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott
trete ich hervor auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Und hier sind wir im Reich der Toten. Jeder Mensch. Alles, was stirbt, landet hier. Das sind Energieräuber. Wenn ich nicht schon da rangehe, tun die mir nichts. Egal wie stark wir sind, man muss die Gegner, das füllt unser Leben hier in dieser Welt auf, man muss die Gegner auf den Boden schlagen und dann kann man sie erst vernichten. Je stärker wir werden, umso eher reagieren die auf einen. Also wenn wir zum Schluss fast voll sind und man kommt hier rein, wird man sofort angegriffen. So wie die aussehen, sind das Leute, die zum Beispiel an Altersschwäche gestorben sind, gehe ich mal davon aus. Und Jaunty haben wir vorhin gesehen, das war dieses Schlangenvieh. Das Spiel passt sich also gewisserweise unserer Stärke auch an. Zu Mikes Bruder kommen wir später noch. Ich will nicht alles von vornherein sagen. Komm doch mal hierher! Was zum Teufel tust du da, Schwachkopf? Pass auf! Was zum Teufel tust du da, du Schwachkopf? Au! Übrigens, ich glaube, das ist Whoopi Goldbergs Stimme gewesen, die Nettie gesprochen hat. Michael, komm hierher! Du schießt noch irgendwem im Auge aus. Los, sag. Au! Hey! Autsch! Was zum Teufel tust du da, du Schwachkopf? Hey! Autsch! Was zum Teufel tust du da, du Schwachkopf? Autsch! Was zum Teufel? Komm, sag mir. Hey! Au! Komm schon. Autsch! Du schießt noch irgendwie die Augen raus. Ja, genau. Komm hier.